Der Einsatz von künstlicher Intelligenz gehört aktuell definitiv zu den Online-Marketing-Trends. Passend dazu sprach Professor Dr. Peter Gensch auf der Social Conference darüber, wie intelligente Algorithmen Innovation und Content generieren. Hallo Peter, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Du beschäftigst dich ja schon seit den 90er Jahren mit den Themen KI und datenbasierten Geschäftsmodellen. Du bist Autor von zahlreichen Veröffentlichungen, Dozent an verschiedenen Unis, international gefragt als Keynote-Speaker über Themen wie die digitale Transformation, Innovationsmanagement, Business Intelligence und Data Science zu sprechen. Du gehörst also zu den Top-Experten, wenn es um den Einsatz von KI im Marketing geht. Was würdest du sagen, begeistert dich besonders an diesem Thema? Ich habe mich generell damit beschäftigt, wie Technologien Unternehmen verändern können. Sowohl andere Geschäftsprozesse ermöglichen, ganz neue Geschäftsmodelle. Und KI ist halt die Technologie, die die meiste Fantasie hat. Also ich sag mal, das Spannungsfeld und die Strahlkraft von KI ist halt immens. Ist auch ein bisschen so eine Wundertüte teilweise. Viel ist auch noch nicht eingetreten, was wir uns erhofft haben. Insofern finde ich die Technologie als Teil der digitalen Transformation, in der wir uns hier bewegen, am spannendsten. Okay, und was würdest du sagen, in welchen Bereichen des Marketings wird heute KI schon erfolgreich eingesetzt und wo siehst du noch Potenzial für die Zukunft? Also überall dort, wo ich strukturierte Prozesse habe, wo ich formalisierte Prozesse habe, Marketing Automation, Newsletter Automation, das sind so Gebiete, da setzen wir heute entsprechende Algorithmen ein. Real-Time Bidding, also wenn wir heute Werbung sehen, dann wird das weitgehend personalisiert ausgesteuert, das macht kein Mensch mehr. Das machen Algorithmen. Jetzt kann man streiten, ist das wirklich schon KI oder sind das smarte Algorithmen? Für mich ist KI ein Überbegriff. Und das muss nicht immer das völlig autonome, selbstlernende System sein. Ja, wo wir uns, glaube ich, noch schwer tun, ist, das eher in den kreativen Bereichen einzusetzen. Ich hatte mal die Unterscheidung gemacht, Automation, da sind wir relativ gut. Also KI, um Prozesse zu automatisieren. Augmentation ist das Thema, wie können wir Entscheidungsträger verbessern oder in die Lage versetzen, damit sie bessere Entscheidungen treffen. Also wie kann ich mein Entscheidungsfeld erweitern durch KI? Das habe ich mal so Augmented Intelligence bezeichnet. Und der dritte Bereich ist Innovation. Und ich sage mal, in dem Automation-Bereich sind wir sehr gut, im Augmentation-Bereich werden wir zunehmend besser, dass KI hilft, Marketeers bessere Entscheidungen zu treffen. Und Innovation, also wo es um Kreativität geht, um Intuition, da sind wir noch im relativ frühen Stadium. Damit beschäftige ich mich dann eben sehr intensiv, weil da die KI zunehmend auch Einzug erhält, was ich sehr, sehr spannend finde. In deinem Vortrag hast du erwähnt, dass die künstliche Intelligenz heute schon in der Lage ist, ganze Drehbücher zu schreiben. So wurde zum Beispiel der Film Sunspring kreiert, der auch auf YouTube zu sehen ist. Das wirkt alles noch so ein bisschen komisch, aber kannst du dir vorstellen, wenn sich die Technik weiterentwickelt, dass KI dann in der Zukunft irgendwann so gut sein wird, dass man den Unterschied zum echten Menschen gar nicht mehr merkt? Und glaubst du, dass man dann eher eine KI beauftragen würde, die dasselbe Ergebnis dann in viel schnellerer Zeit erzielen kann als ein Mensch? Also erstmal muss man wirklich schauen, ist das wirklich Kreativität, was eine KI da generiert? Weil am Ende des Tages, darf man nicht vergessen, werden große Datenmengen mit Algorithmen durchforstet. Und eine KI hat ja keinen Schmerz, kein Bewusstsein, kein Sendungsbedürfnis. Das alles uns zur Innovation antreibt, zur Kreativität. Morgens in der Dusche, ich habe eine tolle Idee. Ein Regisseur, dem fällt irgendwas Schräges mal ein. Was der KI macht, ist letztendlich riesige Datenmengen zu durchforsten und darauf eine neue Story zu entwickeln. Das funktioniert in Bereichen schon ganz gut. Man kennt das vielleicht vom Handy. Da wird der nächste Buchstabe oder das nächste Wort predicted. Das macht eine KI. Das heißt, die KI guckt sich an, wie schreibe ich normalerweise Texte, E-Mails, Tweets, Facebook, was auch immer, und lernt aus meinem Wortkorpus, was ich typischerweise schreibe, wenn ich ein Wort nutze. Was wird das nächste Wort sein und schlägt mir das vor? Das ist nicht ganz so spektakulär. Und das hat man in diesem Film gemacht, dass man eben ganz viel Content genommen hat, bestehender Filme, und hat praktisch eine neue Storyline mit der KI entwickeln lassen. Das hat man auch für Games of Thrones gemacht. Das vierte Buch hat auf sich warten lassen. Der Martin wollte das nicht schreiben und da hat die KI-Community gesagt, komm, wir nehmen die ersten drei Bücher, füttern die KI und die KI macht eine Content Prediction. Dieser Text ist auch im Internet veröffentlicht, ähnlich wie der Film, der auf YouTube zu sehen ist. Der Film ist wirklich ein bisschen spooky, ne? Da würde man schon sagen, würde ich mir nicht unbedingt ansehen. Die Content-Story bei Games of Thrones ist gar nicht mal schlecht. Das zeigt schon, dass die KI zunehmend besser wird. Angefangen von so einfachen, kreativen Schritten wie entwickelt doch mal die nächste SMS bis hin zu ganzen Drehbüchern. Und wenn wir überlegen, dass eine KI keine lineare Entwicklung ist, sondern eine exponentielle, dann glaube ich schon,
Wenn wir uns anschauen, vor 3, 4 Jahren war das noch nicht möglich. Wenn wir jetzt mal 2, 3 Jahre warten, dass wir zunehmende KI haben, die pseudokreativ Inhalte generiert. Und ja, eine andere Frage war ja, werden wir das dann zunehmend einsetzen? Ich glaube schon. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, ob der Konsument das akzeptiert. Diese KI im Bereich Innovation wird zum Beispiel auch eingesetzt, um Bilder zu zeichnen und zu malen. Und da sagen viele, ich würde mir nie ein Bild an die Wand hängen, das von der KI gezeichnet wurde. Interessanterweise haben viele Kunstexperten gar nicht den Unterschied erkennen können. Wenn wir irgendwann mal den Unterschied nicht erkennen und sagen, wow, das war ein cooler Film, dann weiß ich nicht, ob der Konsument, wenn er nicht unterscheiden kann, damit ein Problem hat. Und es ist natürlich allemal wirtschaftlicher und effizienter, weil die Schauspieler werden nicht krank, die sind immer da, ich kann die gut, sage ich mal, coachen, vielleicht leichter als reale Schauspieler. Ich weiß, dass sich das nicht schön anhört, wenn man eigentlich sagt, naja, man will ja einen echten Film, man will echte Kunstgemälde haben. Aber nochmal, wenn es uns immer schwerer fällt, den Unterschied herauszukriegen, ist die Frage, ob wir nicht in die Richtung laufen werden. Und das ist natürlich auch so eine Wertesache, ob wir das wollen. Ich habe mit jemandem gesprochen, man kann heute mit der KI einen Rembrandt malen, sodass man ihn nicht mehr unterscheiden kann vom Original. Und dann sagt er, ich würde es mir trotzdem nicht hinhängen, weil für mich ist der Brand, der Rembrandt, ja, der Künstler dahinter, das ist das Immaterielle. Und es geht nicht darum, ob das Bild technisch sauber ist, sondern ich will wissen, das hat der Rembrandt mal in den Händen gehalten. Also wenn wir von Marke reden, von Emotionalisierung, dann kommt die KI natürlich zu kurz, weil genau das kann sie nicht. Wenn die KI einen content-generierten Wetterbericht oder einen Facebook-Post für Content-Marketing, dann haben wir alle kein Problem. Aber will ich mir wirklich 2 Stunden im Kino und Film anschauen, der von der KI kreiert wurde? Vielleicht müssen wir uns auch erst dran gewöhnen. Aber ich kann nur sagen, ich mache derzeit ein Projekt in dem Bereich mit ProSieben.1 ZDF Digital, dass die Technik schon immens gut ist. Sie ist, du hast angesprochen, wenn man sich den Film anguckt, vielleicht noch nicht ganz überzeugend. Aber nochmal, wir sind in so einer frühen Phase im Bereich Innovation und KI, dass wir, glaube ich, früher oder später die Qualität erreichen werden. Du meintest auch gerade, das Thema Akzeptanz spielt eine große Rolle. Es gibt ja auch schon virtuelle Influencer wie Lynn Michaela, die hat mittlerweile sogar schon 2,5 Millionen Follower auf Instagram. Also da scheint Akzeptanz auf jeden Fall schon da zu sein. Wie erklärst du dir diesen Hype und würdest du Unternehmen dann auch empfehlen, beim Influencer-Marketing vermehrt mit solchen virtuellen Charakteren zusammenzuarbeiten? Also ich glaube, es sind 2 Punkte. Zum einen haben viele User nicht erkannt, dass es wirklich ein synthetischer Content ist, was artifiziell ist. Das will man kaum glauben, aber viele User glauben am Ende des Tages, da muss eine Person dahinter sein. So, das ist die eine Sache. Die andere, die es wissen, finden das vielleicht auch ganz cool, eben mal mit einem virtuellen System zu kommunizieren. Also es gibt zum Beispiel auch in der Psychologieuntersuchung, dass manche Leute lieber mit einem Bot reden, wenn sie Probleme haben, als mit einem Mensch. Das klingt jetzt traurig, aber auch da scheint eine Faszination von auszugehen. Für Firmen, also normalerweise glaube ich, dass Influencer was höchst Emotionales ist, was ja viel von ABC-Promise gemacht wird, wo man sich damit identifizieren muss, wo Marke und Brand und Personality wahnsinnig wichtig sind. Und das kann dir eine KI nur vorgaukeln. Insofern glaube ich, ist Influencer schon ein schwieriger Bereich. Wobei, wenn man sich die Anzahl Follower anguckt, dann scheint es ja doch zu funktionieren. Aber ich glaube, Influencer ist ein Bereich, der wird nicht durch solchen synthetischen, künstlichen Content ersetzt werden. Ergänzt vielleicht. Weil da ist die Personality zu wichtig. Also ich glaube, das ist schwierig. Aber natürlich, wenn man sich mal so ein paar C-Promis anguckt, die bestimmt ein bisschen schwierig und zickig daherkommen, da könnte ich mir vorstellen, wenn ich Marketingleiter wäre und ich könnte so einen virtuellen Bot 24/7, 365 so gestalten, wie ich will. Und der wäre nicht so launisch, hätte das natürlich Vorteile. Aber ich glaube, gerade im Bereich, wo Brand, Personality wichtig ist, hat KI Schwierigkeiten. Ja. Und so zusammenfassend, was würdest du einer Marketingabteilung eines Unternehmens nun empfehlen, um für die Zukunft gut gewappnet zu sein? Ja, erstmal ein bisschen mutiger, neugieriger zu werden. Wir sagen immer, Daten ist das neue Öl und Database Marketing. Da muss ich mich auch mit KI beschäftigen. Es gibt ja so Studien, die sagen, dass KI-Marketing noch nicht so angekommen ist oder generell im Unternehmen. Also böse Zungen sagen auch, KI ist etwas fürs Marketing, aber wird nicht vom Marketing genutzt. Also das heißt, wenn ich auf eine Messe gehe, in die Mexiko oder OMR, steht überall KI drauf als Marketing-Slogan, aber die Abteilungen nutzen es nicht wirklich. Ich glaube, man muss unterscheiden. Ich glaube, viele Marketingabteilungen nutzen es heute schon in Standardsoftware. Also ich habe Adobe, ich habe Salesforce, CRM-Systeme, wo KI schon Bestandteil ist.
ich glaube, es sind wenige Marketingabteilungen, die aktiv wirklich KI selber nutzen, mit eigenen Tools was machen, was modellieren, was ausprobieren, sondern sich sehr stark auf Standardsoftware verlassen. Das ist in dem Bereich gut oder ausreichend, wo es um Newsletter und E-Mail-Marketing geht, wo ich hohen Standardisierungsgrad habe, wo es wirklich um Wettbewerbsvorteile geht. Aber in dem Moment, das Marketing wird ja immer relevanter für Unternehmen. Wenn man sich mal anguckt, die Bedeutung vom CMO im Gesamtkontext ist dermaßen gestiegen. Customer-Facing-Bereiche werden immer mehr Wettbewerbsvorteile generieren. Und über dort, wo es um Wettbewerbsprozesse geht, um kundenrelevante Prozesse, dann glaube ich, muss ich den Prozess beherrschen. Und dann muss ich auch wissen, wie das funktioniert. Welche Daten brauche ich? Welche Algorithmen funktionieren wie? Und da wäre ich vorsichtig als Marketeer zu sagen, das ist eine Blackbox. Ich kenne das System gar nicht, das ist Standardsoftware. Ich glaube, dann sind Marketeers gut beraten, das ein Stück weit auch selber in die Hand zu nehmen. Also, ich glaube, wir brauchen eine Datenstrategie im Marketing. Das heißt, welche Daten habe ich? Welche Daten brauche ich? Wie kann ich die akquirieren? Was sind operative Prozesse, wo ich vielleicht kein tiefes Verständnis brauche? Was sind strategisch relevante Prozesse im Marketing? Und da sollte ich auch im Driver Seat sitzen als Marketeer. So, und generell kann ich wirklich nur sagen, ich finde, wir haben manchmal so ein bisschen eine Fantasielosigkeit, KI und Daten im Marketing einzusetzen. Und nochmal, Marketing wird immer relevanter. Es geht immer mehr um Innovationen, Produkte, die auch vom Marketing mitgestaltet werden. Da kann eine KI natürlich helfen. Und insofern ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr ausprobieren. Und wenn Daten schon das neue Öl ist, dann müssen wir es auch fördern und fordern. Und das machen Marketeers momentan aus meiner Sicht noch zu wenig. Okay, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick und für deine Zeit.